Servus Mamis, another day in Istanbul. Und wie ihr schon gesehen habt, es regnet. Ziemlich stark. Ich habe eine Influencer-Sache mir auf meine To-Do-Liste gesetzt. Das ist die hässlichste Straße hier. Ich habe gerade die größte Challenge als Schwangere hier in der Türkei hinter mir gebracht. Puh, das war echt anstrengend und eklig. Aber ich habe es gemacht. Wollt ihr sehen? Okay, wir sind jetzt spontan im Markt und werden für Isaiah mal schauen, ob wir ein Zündet-Outfit finden. Ist das fit? Mhm. Isaiah. Servus Mami. Servus Mami. Da sind wir. Wir gehen jetzt Abendessen. So geht's da hinauf. Das sind viele Stufen. Aber wir treffen jetzt Onos Cousin und Cousine. Die haben Isaiah noch nicht gesehen. Die haben wir das letzte Mal, als wir in Istanbul waren, auch getroffen. Und da war Isaiah in meinem Bauch. Und ja, jetzt ist das nächste Baby im Bauch. Ah, das ist ein Lift. Der kleinste Lift der Welt. Der kleinste Lift der Welt. It's a funny elevator. Das ist schon, oh mein Gott, ich war noch nie in so einem kleinen Lift. Warte mal. Wo ist Isaiah? Wo ist er? Hier. Where are you, Isaiah? Hier Platz hast du. I can't eat. Ich schwör's dir, das ist so eng. Das ist echt klein. Bist du der Bad? Hallo. Und hat Platz an. You're making a heart. Oh, thank you, Mozzie. Das ist unsere Aussicht. Wow. Hat man eine wunderschöne Aussicht vom Bosporus. Isaiah, do you see all these? It's very close. Sea eagles, I think. Because the sea eagles matter. Hold on. How many are they count? One, two, three, four, five. That's a lot of matters. Yeah. Five years ago. Four. No, I was pregnant. Yes, but he's not four yet. It was exactly four years ago. Okay. Ah, yeah, true, yes. I think it was 4 years, yeah. And what a nice reunion that we see each other once again. That's Elif. Hello. That's Mehmet. Servus Mamis, another day in Istanbul. Wir haben jetzt den nächsten Tag und wie ihr schon gesehen habt, es regnet ziemlich stark. Es ist 10 Uhr morgens, wir haben jetzt gewartet, bis es ein bisschen weniger geworden ist. Jetzt werden wir einfach in ein Kaffeehaus huschen, ganz schnell. Wir haben leider auch keinen Regenschirm dabei, das haben wir jetzt uns vom Hotel ausgebracht. Und Ono macht hier so einen Regenschutz für Isaiah. Das ist, ne? Das ist unser letzter voller Tag hier in Istanbul. Das heißt, mal schauen, was wir machen können, ob es dann wirklich auch jetzt regnet. Wir wollten noch eine Bootsfahrtour machen, wollten noch ein bisschen Sightseeing machen. Aber es wird, glaube ich, heute eh alles spontan. Nice, Onur. Hi. Der koordiniert immer alles. Und ich würde sagen, wir holen uns mal eine Kaffeedosis. Das ist Isaias Regenschutz, den sieht man fast gar nicht. Aber er schaut safe aus. Okay, gut, wir gehen mal los. Fishing.
to take a look. Check it in the bottom. Look. Chuck is there. Look. So I can take this home. You can take this home. So, das Wetter ist jetzt viel besser. Die Sonne ist gerade rausgekommen. Es ist gerade 11 Uhr, das heißt, wir haben noch den ganzen Tag. Ich würde sagen, wir gehen today on a boat. Boat ride. Sightseeing. Ich muss gerade so lachen. Ich habe eine Influencer-Sache mir auf meine To-Do-Liste gesetzt. Dachte mir, wenn wir in Istanbul sind, dann muss ich das auch machen. Aber in echt hat das, I don't know. Das ist die hässlichste Straße hier. Ja, ich glaube mit Filter und so kommt schon ganz okay auch schon. Aber hier entstehen die schönsten Bilder. Oh, und ich sei schon mal losgelaufen. Das sind die Rainbow Steps in Istanbul. Vielleicht kennt ihr die ja auch von Instagram. Wir werden ganz viele tolle. Hi! Machen viele Influencer ganz viele Bilder. Ignoriert die Baustelle im Hintergrund. Aber ja, auch ich werde jetzt tolle Fotos machen. Virgo, Isaiah. Es muss sauber sein. Du bist nicht stören. This one's so fast. Isaiah, can you slide on this one? This one is the worst. So what do we have to do? No, we don't do anything. You just lass, lass es dann Virgo sein. Or you just use the other side. Typisch Virgo. Just like Mommy. Ohne wäre einfach runtergerutscht. Sei er auffällt und hat das jetzt hier hingelegt. Can you slide? Habe ich keine Seier. But Mommy, Mommy, can you put this away? What? But slide. Aber man kann noch übertreiben, okay? Sade Bunu yap. Isaiah. Sade Bunu. Yapma. Schön und Sade Kai. Stellt ihn das auch? Hauptsache, sind Zimmer schon aus wie ein Bombenschlag. Wir sind gerade am Boot angekommen und ich habe gerade die größte Challenge als Schwangere hier in der Türkei hinter mir gebracht. Puh, das war echt anstrengend und eklig, aber ich habe es gemacht. Wollt ihr sehen? Ich muss nämlich dringend aufs Klo, schwache Blase und so. Kennen die meisten bestimmt. Aber wo kann man sich erleichtern am Boot, wenn man nicht direkt ins Meer pinkelt, was man nicht machen sollte? Ich zeig's euch. Und zwar hier. This is giving me Karachi vibes. Ja. Ja, wie gesagt, das erinnert mich an Pakistan. Das Boot geht los? Hä? Das Boot geht los? Ja, wir fangen gleich los. Okay. Gleich geht's los. Es war nicht leicht so zu squatten, aber ich hab's geschafft. Ich glaube, diese Reise hat mich so fit für die Geburt gemacht. I'm ready for anything. Meine Ausdauer ist top, so viel wie wir spazieren gegangen sind. Meine Muskeln.
und Schenkel, die halten einiges aus. Also ja, muss nur noch die Geburt kommen. Bye bye Istanbul. Wir sind gerade losgefahren. Voll angenehme Brise, ohne so ein bisschen kalt, hat jetzt meinen Bauchgurt genommen als Schal. Mein Bauch entspannt sich jetzt ein bisschen mal. Aber voll chillig. This is your first boat trip. Do you like it? Yes. Is it cool? Yes. Is it so fast? I think not. It's been more. Let's show everybody what we're seeing. What is that? Mice. What's mice in English? Mice in Europe. Sweet corn. And what is it in Turkish? What is tomato in Turkish? Do you know, Baba? Er macht jetzt selber. Das Salatalık. Can I guess? Tomate. Tomate? That sounds Deutsch. Tomatoes in Turkish. Tomates? Tomates. Gurke in Türkisch. These are the basics, Isaiah. Skatische Legs. Wir gehen jetzt gerade in den türkischen Markt hinein. Wir haben noch circa eine Stunde, bevor unser Abendessen beginnt. Sen bana bu günleri verirsen ben sana dondurma hediye edeceğim, olur mu? Bana mı veriyorsun? Evet diyor. İş böyle çekinmiyordu abi ya. Abi çekinmez o ya. Dondurma yok, şaka yaptı abi. Yeter mi? Kaçtı. Bu komik değil de ben dondurma istiyorum de. Tabii sie bei Ona nie Schaka machen. Die Sache ist, Ona hat das Eis für mich geholt, aber ich wollte nicht diese Tricks. Das ist mein Trick. Nimm. Doğru mu abi? Güzel. Und seine Tricks sind nicht so nervig. Er hat eh nur zwei drauf. Okay, wir sind jetzt spontan im Markt und werden für Isaiah mal schauen, ob wir ein Sünnet-Outfit finden. Ah, schau, man sieht schon. Tamam. Gene böyle takım olarak kalır. Hani bir süre sonra çünkü sıkılıp çıkartıyor şunu. Evet. Daha sonra gene bu şekilde geleğiyle kalacak. Aa, tamam. Yani gene takım gibi. Evet evet evet. Esmer ya. Evet. Bu gold daha güzel durur. Das ist böyle braun ist, schaut gold schön aus, muss ich sagen. Was sagst du? Welches gefällt dir? Ich das ist voll meins, mir gefällt alles. Also gold bin ich sowieso dabei. Ja. Okay. Ich hatte nicht so die, also nicht diese Art, sondern ich hatte damals so etwas in der, so etwas mit so einem Umhang. Die jetzigen schauen ein bisschen anders aus, finde ich auch sehr cool. Isaiah zieht sich gerade um, aber Sünnet ist eine sehr wichtige... Ja, es ist etwas, was man
was jedes Kind feiert, basically. Jeder Bub. Jeder Bub, genau, ist eigentlich das Beschneidungsfest. Aber wir wollen uns nicht auf das fokussieren, sondern wir haben gedacht, wir machen unsere eigene Version, weil Tradition ist schon wichtig, aber manche Sachen sind halt ein bisschen veraltet. Wir dachten, es soll trotzdem dieses große kulturelle Fest, was halt mehr auch als nur um eine Sache geht, sondern einfach es ist Essen, Musik, die Familie, die kommen alle zusammen. Wir dachten, dass er trotzdem diese Chance haben soll und machen ein Synod, aber wenn er in die Schule geht. Genau, so ein bisschen so, hey, er ist jetzt kein Kindergartenkind mehr, sondern ein Schulkind. Ja, eigentlich ist es Beschneidungsfest, aber wir wollen uns jetzt nicht die Feier nicht auf das fokussieren, sondern einfach ja unseren eigenen Mix reingeben und einfach so eine Schulparty draus machen. Genau, dass er ein Schulkind ist und dass er dann als ein noch größerer Bub ist. Mhm. I love it! Isaiah? Isaiah! Is it fit? Come on, check it out, no? Okay, are you ready? Isaiah, look at yourself in the mirror, look. Wow! Yeah, I don't know what the sword is for, but it looks cool. Bana bak. Turn. Şey var mı, baston var mı? Turn around. Oh, this one is better. See? Dieses Messer. When you go to school, you cannot take the knife with you. Bıçak götüremezsin. But you know what? This is for your celebration when you're a school kid. What I can do with this? What can you do with this? It's just decoration, I think. It's just accessory. It doesn't do anything. Ich finde es so schön. Es sieht richtig süß aus. Es ist ähnlich wie unsere Kleidung, also die aus Pakistan. Ja, für den Bräutigam. Aber ja, ich freue mich schon, wenn wir Isaias kleine Schulkindparty dann machen in Kombi mit Synod. Das wird richtig schön. Richtig cool. Auf jeden Fall, jetzt hat er mal sowas probiert. Wir schauen mal, ob wir es kaufen oder nicht, weil die Preise sind hier. Was so? Spezial. Wir haben es nicht gekauft, weil es doch ein bisschen zu teuer war. Sie haben gesagt, 100, also 1000 Lira sind 100 Euro und ich wusste, es war viel zu teuer. Dann haben wir gesagt, so maximal 50 ist okay. Sie haben darauf bestanden. Becky, sei hier mein Belgium. Sie haben darauf bestanden, dass es nicht geht. Und als wir rausgegangen sind, wollten sie es uns noch andrehen, aber da waren wir schon. Da waren wir schon weg. Ja, und er wird es jetzt eh nicht brauchen, er wird es das nächste Jahr brauchen. Deswegen haben wir uns gedacht, gut, dann lassen wir es für jetzt. Gut, dann geht's uns jetzt ab zum Abendessen und dann ist auch schon unser Tag vorbei. Unsere Reise, oder? Ja, das ist unser letztes Abendessen in Istanbul. Richtig schön war's. Yes. Richtig schön. Wirklich gerade sehr anstrengend. Ich halte mich jetzt hier im Kinderwagen an. Warte mich über die Brücke hier. Es ist eh unlustig, uroft, wenn wir vorbeigehen und ich gerade eben die Krämpfe habe. Das sind halt diese Braxton Hicks Contractions. Das sind Übungswehen, die habe ich schon seit einigen Wochen. Aber wenn ich dann so meinen Bauch halte, die Leute werden alle voll nervös und panisch und sagen, Mashallah, Mashallah. Also denken, dass ich gleich das Kind bekomme. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Eigentlich nicht mehr. Fünf Wochen sollte das Baby schon kommen. Wenn nicht eine Woche später oder so. Wieso ich das so genau weiß, erzähle ich euch dann in einem anderen Vlog. Aber ja, 5 Wochen noch. Ich muss sagen, ich bin echt stolz auf mich. Schon ziemlich mutig, was ich da hier mache. Ich wollte einfach, dass wir noch ein letztes Mal gemeinsam mit Isaiah zu dritt einfach die Zeit genießen. Weil wenn Baby Nummer 2 da ist, wird es schon sehr anders. Eine ganz andere Dynamik. Vor allem hat Isaiah jetzt schon mal das letzte Mal unsere volle Aufmerksamkeit. Sorry, du warte, ich kann schon. Isaiah hat zum letzten Mal jetzt unsere volle Aufmerksamkeit und ja, es dreht sich eigentlich alles um ihn. Ja. Das wird sich jetzt ändern. Und es wird anders, aber anders schön. Ja. Ja. Also alles anstrengend. Alles anstrengend. Alright, dann gehen wir weiter. Oh, wir haben es geschafft, über die Brücke. Yes, wir sind über der Brücke. Und jetzt müssen wir dann noch, glaube ich, 100, 200 Meter reingehen. Can we get to the restaurant? Halt kurz. Photo picture, animation show.
Türk müsün enişte, hoş geldin. Çak, çeksene abimle bir resim enişte. Memleketin enişte bir Türkiye. Mersin. Mersin. Aa, ne yapayım bunu? Şişt diye ondan. Sen fiyatlısın. Dur be abi, dur be. Abi, abi. Kalsın, yaptım artık. Çek. All right. Clicks. I made a picture. Foto. Bir dakika, gelin bana ver. Şey yok, korkma. Clicks. Çabuk ambulans çağır. I'm making video. Bizi alle ohne danke. Bye 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 bye. Thank you. Bye bye. Güle güle. Hey, er hat die Puppe vergessen. Sorry. Kennt das nicht? Sei Clown. Clown Boy. Balletto. Er hat seine Puppe vergessen. Und schau mal, wie sauber die ganzen Autos sind, die ganzen Dächer. Nix. Eure Möwen haben Respekt. Nicht so wie unsere Tauben in Österreich, die dir einfach auf die Schulter scheißen, wenn du normal gehst. Na, warte mal ein bisschen länger. Gar nichts. Ja, stimmt. Alle Autos sind sauber. Stimmt. Können sich die Österreicher ein bisschen was abgucken. So, wir sind jetzt auch gleich da. So sieht's aus. Traditional Turkish Grill und das ist hier drin und wir werden jetzt reingehen. Alright, let's go. Wir sind jetzt endlich da. Vielleicht für euch zur Info, das ist der Weg, den wir gegangen sind. Von hier so die Brücke rüber. Das ist die Aussicht heute beim Abendessen. Vielleicht zur Information, das ist die Galata-Brücke. Das da hinten ist die Hagia Sophia. Das da dürfte die blaue Moschee sein. Genau, und sonst, da ist noch eine große Moschee. Das Ganze ist der Goldene Horn. Da wird es dann immer enger. Und ja, that's it. Leute, das war unser Baby Moon in Istanbul. Wir hatten echt eine wunderschöne Zeit zu dritt. Ich bin zwar körperlich komplett erledigt, aber ich bin trotzdem sehr froh, dass wir in einer meiner Lieblingsstädte fliegen konnten und dass Isaiah das erste Mal in seiner Heimat war. Die Vibes sind hier einfach anders, deswegen werden wir uns definitiv wieder in Istanbul sehen. Aber dann zu viert. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Vergiss nicht, dass es insgesamt 3 Istanbul-Vlogs gibt. Die Videolinks findet ihr in der Infobox. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn denn so ist, Daumen hoch. Schreibt mir sehr gerne, was euch am meisten gefallen hat zu sehen. Und abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn in Wien erwartet mich noch ganz viel Babyvorbereitungskram. Denn in nur wenigen Wochen ist es endlich soweit. Alright, dann verabschiede ich mich. Macht es gut und tschüss. Selfless Mommy.